Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass man hier richtig aus den Fenstern rausgucken kann. Coole Sache. So, ich habe mich ein bisschen der Sachen entledigt und das auf die Koffer verteilt. Hab eine Runde geschlafen. Und jetzt schauen wir mal, was hier so gibt. Welche Tiere haben wir uns gestern schon angeschaut, ne? Hab ich ein Brecheisen? Hatte ich eins? Ich glaube, wir haben keins gefunden, ne? Ist ja noch dieses Flugfeld, ne? Das man bisher erreichen kann. Halt ganz schön kalt, wa? Wir haben hier noch Gokins gemacht. Solange das so klar ist, fangen wir doch damit mal an, oder? Dann wärmen wir uns kurz auf. Naja. So, ist ja noch nicht warm genug. Echt? Ist immer noch zu kalt. Krass. Ja, ich muss mich mal hinsetzen und die Sachen mal reparieren. Mal heute Nacht mal machen. So ein Holz sammeln, dass ich Licht habe. Die bringen dann auch schon mal 2-3 Grad mehr, wenn die repariert sind, die Klamotten, die man anhat. Ja, ich will jetzt für sie. Oh, hier Kohle. Gibt's doch bestimmt irgendwie. Ist ja von oben rein, ne? Diese Geräusche hier, ich kann es gar nicht einordnen, ob es Hufschläge sind oder. Oh, das ist ein Metallschrott. Und hier gibt es scheinbar auch keine Tür, wa? Übel kalt. Lufttemperatur minus 20, Windkühle minus 14. Ja, süße, ich weiß, es ist kalt. Dann machen wir halt nochmal hier ein schönes Feuer. Den Stuhl noch klein. Es sinkt sogar im Gebäude weiter. Vielleicht findet man bei dem Flughafen ein Gebäude, das ein bisschen stabiler, dichter ist. So dass man drin nicht zwangsläufig ein Feuer machen muss.
Machen wir schon mal das. Dann. Wir haben nichts zum Garn, richtig. So richtig viel Essen haben wir auch nicht mehr. Einen Wärmebonus. Den nutzen wir jetzt mal, um Holz zu holen. Also ich will mich nicht beschweren, aber ich habe hier noch nicht einen einzigen Wolf gehört. Schon ist er weg, der Bonus. Geht's ja doch scheinbar da rein. Da ist doch eine Tür da oben. Kann man diese Leiter benutzen? Nee, ne, die ist schon kaputt. Hm. Hier geht's aber scheinbar nicht direkt weiter. So ein Ding schlagen wir noch, dann gehen wir wieder rein. Und hoffen, dass es reicht für die Nacht. Da war doch noch einer, oder? Das kann überhaupt gar nicht sein, weil du hast die ultraschweren, fluffig warmen Handschuhe an. Ich guck nur mal, was hier, wo es hier. Ich kann mal hier runter gucken, um zu sehen, was hier ist. Wie weit es ist, dein Gebäude ist. Schaffensturz. Ich will nur hier runter gucken. Ist da dieses Flugfeld? Jo. Sieht ihr hier ja nicht. Jetzt eine Unterkühlung. Okay, nee, da ist nichts. Jetzt gehen wir schnell hin. Und hoffen, das Feuer ist noch an. Hier ist scheinbar kein Getier. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Ja, genau. Guck mal, da qualmt es noch. Das ist schön warm. Weißt du, da brutzelt das Feuer noch. Guck, schön warm ist jetzt hier.
Und noch 6 Stunden. Super. Geheilt. Ich bin geheilt. okay, ich glaube, dann würde ich jetzt mal ein bisschen... Wir hatten doch hier Nähzeug gefunden. Genau. Dann würde ich mal... die Sachen reparieren. Und dann gucken wir morgen mal hier oben lang. Jetzt haben wir hier so ein bisschen... Hier geht es scheinbar nicht so wirklich weiter, ne? Sieht man ja hier auch an dem... Und laut dem müssen wir ja ohnehin irgendwie den Schienen folgen, fast bis zum Ende. Ob wir hier sind, wo das Wasser ist? Hier diese Felsenwand. Naja, sehen wir morgen. Tja, ihr Lieben. Leider ist mir ein Malheur passiert, das mir schon sehr lange nicht mehr passiert ist. Und zwar ist die Aufnahme nicht gelaufen, als ich dachte, dass die Aufnahme läuft. Und bei dem Long Dark ist es im Survival Mode so, dass man keinen älteren Spielstand laden kann. Aber ihr habt nicht wirklich viel verpasst. Ich bin jetzt hier auf diesem auf diesem Flugplatz. Der Weg hierher war, gelinde gesagt, öde. Es war eine Schlucht nach der anderen, wirklich extrem schmal, sodass vielleicht 2 Autos nebeneinander durchgepasst haben, Felsen bis zum Himmel. Man hat also nichts gesehen außer Himmel. Nebel, und als es mal eine freie Fläche gab, fing dann der Schneesturm an. Ich habe mich dann bis hierher durchgeschlagen, weil es eine Straße gab, die man trotz Schneesturm gut erkennen konnte. Und habe jetzt hier die Nacht verbracht. Und jetzt schauen wir uns hier mal zusammen um. Es schneit halt immer noch und es ist immer noch arschkalt. Das ist also das Flugfeld. Ich sehe nicht ein einziges Tier. Ich habe unterwegs ein paar Hasen gesehen. Das war aber auch bisher das höchste der Gefühle. Okay, kann man ein... Ah! Ach, guck mal, hier sind Schränke. Ich brauche Essen. Und zwar echt dringend mittlerweile. Da komme ich nicht hin. Hä, aber wie kommt man denn dann auf die andere Seite? An die Schränke. Ich kann dann auf der Seite einsteigen. Hä? Junge, geht wieder gleich der nächste Blizzard. Ach ja. Tja, das Fehlen der Tiere macht es natürlich, das Essen und die Kälte zum einzigen Problem. Und das kriegt man irgendwie hin, sobald man ein Gebäude gefunden hat, kann man sich zumindest gegen die Kälte schützen. Das Essen wird halt jetzt schwierig, wenn es hier keine Tiere gibt. Da drüben sind auch Bäume. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen. Hier ist was zu essen. Oh, brauche ich erstmal keine mehr. Ist das da? Wir brauchen Brecheisen. Da ist jetzt die Frage, ist hier was drin in den Dingern?
nicht so aus. Was geht mit diesem Eimer? Da sitzt ein gruseliger Plüschbär. Jo, ich hätte gerne mal eine Schusswaffe. Wobei, gibt ja nichts zum Erschießen. Brauchen ein Brecheisen. Da ist endlich ein Topf. Hast du irgendjemanden getroffen, der das brauchen könnte? Ich nie. Oh, das ist zum Lampe auffüllen. Das ist schön. Können wir uns da unten noch in Ruhe umgucken. Wir haben schön Licht. So, wo habe ich mein Lager aufgeschlagen? Da hinten geht's runter. Hey, geht schon langsam. Wir gucken uns hier gleich um. Ich muss nur unten mal, weil es da eigentlich auch keinen Schrank gibt. Vielleicht lassen wir es hier oben irgendwo. Auf der anderen Seite. Je, auf der ganz, ganz anderen Seite. Ist sie entspinnt? Nee. Hier sind diese Dinger, dann tue ich hier was rein. Den habe ich schon gelootet, ja. 10 Kilo. Hier sowas zum Beispiel. Ganze Kleinzeug. So, jetzt haben wir Licht. Und Platz. So, ja, dann gucken wir uns die Räume hier unten noch an. Der Keller da unten ist nicht wirklich spektakulär. Stehen nur ein paar Regale. Ah, ein Schulungsraum oder sowas. Hier unten bin ich schon mal durchgelaufen, der Annahme, ihr wärt mit dabei. Die haben die Flugzeuge hier scheinbar zusammengebaut, richtig. Muss ja jetzt keine Bäume essen. Guck mal, kannst du ja damit anfangen? Dann 30%. Na, wir haben ja Antibiotika. Guck mal hier, lecker Hundefutter. So, dann trinkst du noch eine Limo. Dann geht es uns doch schon wieder besser. Achso, wo waren wir denn jetzt? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Waren wir hier jetzt schon drin? Also ich weiß, ich war hier schon drin. Nicht so groß. Werkstattlager.
Der Sturm nachgelassen? Naja. Wie man es nimmt. Trotzdem gerne mal nochmal hier vorne gucken wollen. Weil ich war ursprünglich in einem anderen Gebäude. Da gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, ein Feuer zu machen oder irgendwas. Da wäre ich echt beinahe noch erfroren, so kurz vorm. Hier war ich drin, genau. Und hier ist aber auch kein Brecheisen oder so. Das zweite Paar von denen. Noch eine Limo? Nee. Hier ist das Wetter immer so, wa? Wie können denn hier Flugzeuge starten und landen? Mit dem Wetter. Das sieht doch schön aus hier. Schönes, schnuckliges Terminal. Ist auch nicht warm. I think I can use this. Dann geht's wieder raus, oder? Ja. Da, was war denn das? Ein Hase. Doch was zu essen. Nobody needs this anymore. Lass uns mal ist das ein Wolf, den ich da höre? Ja, oder? Es gibt sie. Vielleicht kann man hier. Ich brauche ein Gebäude, wo ich mich jetzt niederlasse, weil das hier zum Erkunden in aller Ruhe. Und B geht sie hier sicherlich dann auch von hier aus dann weiter. Nee, hör doch mal auf damit. Nur das hier und das hier. Gibt es hier die Möglichkeit, ein Feuer zu machen? Das sieht nicht so aus. Wir liegen auf einem Haufen Essen rum. Na, hier ist mit Sicherheit auch nicht die Möglichkeit, ein Feuer zu machen. Drehwurm. Ach du je. Aber cool. Da ist die Pistole. Und eine blutige Notiz. Wir gehen. Ich ertrage das Licht nicht mehr. Kein Schlaf, einfach kein Schlaf. Wir gehen weg von hier. Okay. Das ist das Gebäude, wo wir herkommen. Da gibt es eine Möglichkeit, Feuer zu machen. Und da habe ich doch gerade noch, da ist doch auch irgendwie noch so Schuppen oder sowas. Drehwurm wieder nach unten. Da, was ist das da?
da waren wir auch drin. Ist abgebrannt. Hat jemand Feuer gemacht? Wo es nicht durfte oder nicht sollte. Okay, nee. Dann ist es schon das einzigste Gebäude, wo man Feuer machen kann. Da ist aber unten in dem Raum kein Schrank mischt. Ich habe alles auf den Boden geworfen. Und ich glaube, Ausflugswetter gibt es hier nie. Ist prinzipiell ausgeschlossen. Nee, mach mal. Machst du, guck mal, weil du kannst ja sehen. Machst du hier so ein... Ah, ja. Da sind Autos eingezeichnet. Naja, gut. Passt auf, wir machen Folgendes. Ich würde jetzt mal gucken. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen rumkruscheln. Meine Sachen mal durchreparieren. Und wenn wirklich noch mal schönes Wetter ist, dann gehen wir noch mal eine Runde. Und ansonsten würde ich mich aber trotzdem noch mal reinschalten hier und euch Tschüssi sagen. So. Ah ja, ich wollte euch ja mein Kellerloch noch zeigen. Auch ein bisschen creepy, diese Tür hier. Die geht von alleine zu. Ich mich verscheißern, die ging die ganze Zeit zu. Ich schwör's. Im Ernst? Jetzt. Da. Das ist wirklich sehr... Ja, hier habe ich nämlich ein Häschen auf dem Hinweg und hier ist mein Krempel. Und hier kann man Feuer machen. Ja. So. Genau. Was ist das für eine Musik? Diesen merkwürdigen Anzeigenfehler. Also wie gesagt, wir machen das so, wie ich eben erwähnt habe. Ne? Ich kuschel hier ein bisschen rum. Ich werde jetzt habe ich genug Stoff und Nähzeug, um meine Sachen zu reparieren. Ich werde das aber oben machen, weil da gibt es Tageslicht. Das muss ich hier bloß mal gucken. Naja. Es ist immer noch arschkalt, aber zumindest... Haben wir mal eine halbwegs klare Sicht. Ich bin hier irgendwie durch den Berg, durch, wie in so einem Schneckenhaus. Das zog sich ewig und ewig. Okay. Ach, hier ist die Straße. Da bin ich hergekommen. Genau, und die konnte man nämlich erkennen hier im Schneesturm, diese Straße. Und der bin ich gefolgt. Bis dann irgendwann mal ein Gebäude da war. Ein bisschen schneller, als es schon wieder so kalt ist. Und von den Gebäuden her scheint es das hier gewesen zu sein, ne? Boah, da geht die Sonne auf. Start- und Landebahn hier wahrscheinlich. Von den Lichtern her. Da, das sieht auch noch mal aus wie so ein zerstörtes Gebäude. Ja, scheinbar von den Gebäuden her ist es das hier.
Ach, hier ist noch so ein Bungalow. Ein bisschen. Well, this stuff will come in handy. Wohnwagen des Frachtführers. Ob es ein Brecheisen gibt. Hallo Häschen. Ah, ein Zero Kalorien. Jetzt hör doch mal auf, du bist doch jetzt schon im Warmen hier. Mal so viel inzwischen. Missionsstatus unklar. Die Pilotenaktivitäten scheinen routinemäßig. Und wie in meinem anfänglichen Briefing vorhergesagt zu sein. Die Geschäfte hier auf dem Flugplatz bieten kaum Deckung für irgendwelche größeren Aktivitäten als Postzustellung oder Solidarität an diesem gottverlassenen Ort. Okay. Nun ja, der Frachtführer, also. Hab ich reingeguckt? Ja. So, jetzt ist dir wieder warm. Jetzt nochmal ein Schlückchen trinken. Das war es dann auch schon wieder mit der Umsicht. Ja. So, ich weiß gar nicht, wie ich sie zurückfinde jetzt, ohne zu sehen. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Ganze hier mal. Was soll ich sagen zu der Erweiterung? Also bisher... Ich bin halt nicht wirklich... so richtig rundherum informiert. Es kann halt sein, dass die Tiere hier einfach erst später dazu kommen. Und das Wolfsgeheul ist vielleicht einfach nur Spielmechanik und gar nicht wirklich ein Hinweis auf Wölfe. Das weiß ich nicht, aber es ist dadurch, dass die Tiere fehlen, kann ich halt hingehen, wo ich will, ne? Solange ich darauf achte, dass ich nicht erfriere und verhungere. Essen gibt es in dem Schwierigkeitsgrad ohnehin immer genug. So vom Looten her, wenn man Gebäude findet. Was ein bisschen wirklich öde ist, sind diese langen Passagen von Tunneln und Schluchten. Wo einfach nichts ist, außer Schlucht und Tunnel. Das kann man, also man konnte das ja bisher auch irgendwie interessanter gestalten. Aber vielleicht füllt sich das ja noch mit irgendwie mit Leben. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass das die Woche so chaotisch war mit den Folgen. Aber es, ja, ne? Never Play on Patching Day. Und trotzdem habe ich es versucht. Ja, naja, und dann gestern die Aufnahme, die keine war. Naja, gut. Nächste Woche wird es besser. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen und wir sehen uns in der kommenden Woche. Macht's gut. Es gibt sie doch, Leute. Sind Wölfe da? Okay. Ich wollte es euch nur zeigen, ne? Also da war tatsächlich ein Wolf. Also ist Wolfsgeheul gleichbedeutend mit Wolf anwesend. Okay. Also dann, macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.